Ein herzerfrischendes Kuckuck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendave und ich probiere erstmal das Bücherregal hochzuklettern. Nee, Quatsch. Und es geht weiter mit Let's Play Assassin's Creed. Und ich muss mich in dieser Folge etwas bemühen, ein bisschen leiser zu reden, da ich momentan einen leichten Reizhusten habe. Und dementsprechend möchte ich weitestgehend meine Stimme etwas schonen. Aber ich will jetzt hier auch nicht klingen wie so eine kleine Jammersuße, sondern ich möchte mit dem Spiel weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt ein letztes Mal nach Jerusalem reisen. Wenn Sie entdeckt wurden, schlagen Sie Haken oder klettern Sie über Gebäude, um den Sichtkontakt zu den Verfolgern zu unterbrechen. Also. Gut, jetzt habe ich bloß noch 30 FPS. Ah, jetzt habe ich wieder 90. Alles klar. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Dann ist es also wahr. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet, vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das wann und wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, Sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spinnt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher. Westlich von hier, bei einem Wachturm und einem Hospital. Und dann im Südwesten, bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. Gut, alles klar. Wir dürfen jetzt wieder fleißig Informationen sammeln. Das werden wir natürlich auch gleich machen. Und wir brechen somit zum letzten Attentat in diesem Spiel auf. Hoffentlich. In Jerusalem haben wir, soweit ich weiß, relativ... Ist mein Mikrofon schon wieder an? Ja. Relativ alles erkundet. Bis auf diesen Abschnitt, wo wir noch nicht lang kamen, weil der noch gesperrt war. Da können wir jetzt allerdings auch rübergehen. Gut, was wir auch natürlich machen werden. Ich muss mir mal abgewinnen, so oft gut zu sagen. Das sage ich schon so unbewusst, dass es mir selber meistens gar nicht mehr auffällt. Oder gar nicht mehr so extrem auffällt. Gerade eben ist es mir schon aufgefallen. Aber mal gucken, wie sich das alles noch entwickelt. Es kann des Öfteren mal vorkommen, dass ich mich einfach mal muten muss. Also mehrmals im Video, das tut mir dann natürlich leid, aber ich will euch nicht unbedingt ins Mikrofon bzw. euch dann in die Lautsprecher husten. Es ist bestimmt nicht so attraktiv. Deswegen probiere ich immer, mich rechtzeitig noch zu muten, bevor ich loshuste. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass nach diesem Let's Play von Assassin's Creed noch ein weiteres Let's Play von einem anderen Assassin's Creed Teil kommt. Da habe ich auch schon die Thumbnails fertig gemacht, da muss ich, wenn dann, nur noch die... Hä? Oh. Da muss ich dann nur noch die Videobeschreibung noch ein bisschen umändern. Aber das ist ja nicht allzu schwer. Dauert auch nicht allzu lange. Ey, diese Frame-Einbrüche immer. Jetzt habe ich bloß noch 60 FPS. Vorher hatte ich 90 konstant. So irgendwie. Jetzt habe ich
Jetzt habe ich wieder 60, jetzt hatte ich wieder 80. So, jetzt hatte ich kurzzeitig 76. Also die variiert ganz schön. Aber solange es durchgehend 60 sind, wäre ich eigentlich schon zufrieden. Und wir haben was aufgedeckt, was wir gleich brauchen. Eine Informantenherausforderung für unser Attentat. Und eine Befragung. Sehr schön. Damit haben wir schon mal zwei der drei. Scheiß Templer. Zack. 3 von 60 Templer eliminiert. Bin sogar zu faul, um das zu machen. Oh. Ja, vielleicht sollte ich mir die Informanten-Herausforderung einfach markieren, bevor ich hier die ganze Zeit so blöd in der Gegend rumlaufe. Gut, hier waren wir vorher schon. Ah, habe ich den vorher übersehen? An den kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Friede sei mit euch, Meister. Habt ihr all die Templer in der Stadt gesehen? Ich wurde beauftragt, so viele zu töten, wie ich kann. Noch vor der Beerdigung eures letzten Opfers, Majdadin. Hättet ihr diese Mission, wäre sie sicher schleunigst beendet. Ich habe so viel herausgefunden, während ich nach diesen Templern suchte. Ich habe bei eurer Rückkehr sicher einige wertvolle Informationen für euch. Ja, und eliminieren Sie heimlich alle Ziele. Heimlich. Ich und heimlich. Ich und heimlich, das ist fast als wie wenn das dicke Kind den Kuchen bemachen musste. Ja, ich hab's gesagt. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich es nicht gesagt hätte. Ey, das ist ja schon unfair. Zack. Ey, was ist denn los, Mann? Zieh doch dein Schwert! Ey, du bist doch so doof. Ja klar, wo ist denn jetzt der Bogenschütze? Ja, ich bin tot. Alter, hau doch ab, Mann! Jetzt schnell abhauen. Meine Güte, ey. So ein Stress für nix. Ja, und wie war das vorher? Ich probiere ein bisschen meine Stimme zu schonen, hat ja diesmal... Diesmal hat es nicht funktioniert. Nochmal. Versteckte Klinge aktiviert. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Bitte seid in Zukunft vor. Nein, geht nicht. Meine Güte, geht doch mal aus dem Weg, ey. Wie mir sowas auf den Sack geht. Oh, ich hasse sowas. Nächsten. Wer hat das getan? Meine Katze randaliert auch wieder im Hintergrund. So, jetzt bloß noch ein Ziel. Jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt will ich nicht beim letzten Ziel verkacken. Tut mir den Gefallen, bitte. Wo ist denn der überhaupt? Hier unten? Könnte sein. Ja, da ist er. Ich habe ihn schon gesehen. So, ich muss da mal durch. Ich bin Arzt. Tut mir leid. Jawohl. Oh. Ich muss ja auch noch in der Zeit zurückkehren. Gut, das war jetzt kein Problem. Beim ersten Mal hat es natürlich wieder nicht geklappt. Aber dafür beim zweiten Versuch. Der hat sogar ungefähr
Ja, 3 Minuten hätten gereicht. Ich weiß nun, warum ich dem Clan beitrat. In eurer Nähe zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug. Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch ist es respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Ja, schon. Verzeiht mir, Meister. Nichts für ungut. Ja, kannst dir mal eine Scheibe von abschneiden, Mann. Nicht gegen alle Männer Roberts auf einmal kämpfen. Ja, das wäre sowieso etwas sinnlos. Aber ich würde es mal geiler finden, wenn mich hier mal ein paar Assassinen-Kollegen unterstützen würden bei meinen Attentaten. Was sie leider nicht machen, aber kann man nichts machen. Gut, wo haben wir denn die Befragung? Die ist hier auch gleich in der Nähe, die können wir auch noch machen. Genau, also es bleiben nach wie vor 2 Nachforschungen zu erledigen. 3 braucht man. In ihren Herzen. Lasset uns diese Gelegenheit nutzen. Redet mit ihnen. Macht Zugeständnisse. Zusammen können wir endlich den so oft versprochenen Frieden wahrmachen. Wir müssen stark sein. Wir müssen tapfer sein. Und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden, auf das wir eins werden. Weist sie nicht ab. Können jetzt endlich mal die Klappe halten und losgehen? Dann gehen wir voll hinterher. Ich glaube, den werde ich gleich in der kleinen Gasse da verprügeln. Ja, ich mach doch gar nichts. Da in der kleinen Gasse, glaube ich, ist es gut. Oh, es war fast schon zu spät. Okay, es war zu spät. Das auch. Ihr sprecht von Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Alles klar. Jetzt habe ich wieder konstant 90 FPS. Fühlt sich gleich wesentlich angenehmer. Wie konnte das passieren? Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Ich bin nicht mal Bauer. Ich bin ein Assassine. Ist aber fast das Gleiche. Ich glaube auch nicht, dass die Bauern von früher so ausgesehen haben. Ja, da ist kein Aussichtspunkt. Ist der hier oben? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ich dachte, es wäre auf dieser Kuppel. Aber da habe ich mich anscheinend geirrt. Alles klar. Wir müssen noch eine Nachforschung anstellen, dann können wir auch schon das letzte Attentat starten. Aber ich denke, es wäre jetzt am sinnvollsten, wenn wir jetzt noch ein paar weitere Aussichtspunkte synchronisieren. Uns erstmal einen kleinen Überblick über die Lage verschaffen und dann dementsprechend weiter vorgehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das am Anfang ein bisschen schlimmer vorgestellt mit den Wachen hier auf Dach. Das ist ja alles noch recht überschaubar. Also ich dachte, da geht dann richtig die Post ab, dass man auf dem Boden sicherer ist, als wie auf dem Dach. Aber anscheinend ist es doch nicht so. Gut, ich meine, mir kann es recht sein, aber ich wollte es ja nur mal erwähnt haben. Hä?
Hä? Wo ist denn der? Achso, hier. Ich bin schon weg. So. Das habe ich schon ziemlich lange nicht mehr gut gesagt, ne? Also ich befinde mich schon langsam auf dem Weg zur Besserung. Oh, das dauert zu lang, bis wir da oben sind. Doch nicht. Gut, der hat uns noch nicht bemerkt. Auch schön. Habe ich jetzt wieder gut gesagt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Also jetzt ist es mir zumindest nicht aufgefallen. Wenn es sagt jetzt. Da bleibt einem das Herz stehen, wenn Alter ihr solche Faxen macht. Und dann auch noch auf so einem Gebäude. Mal gucken, ob wir jetzt was gefunden haben. Ja, wir haben eine Belauschung gefunden. Sehr schön. Oh, Alter. Das war jetzt richtig knapp. Wo geht ihr denn hin? Gut, ich hoffe jetzt mal, dass ich nicht da lang muss. Zumindest nicht unbedingt. Hast du sie gesehen? Nein, aber ich habe die Gerüchte gehört. Ist es wahr? Sind wirklich Kreuzritter in Jerusalem? So ist es. Und? Sie unterscheiden sich von den anderen, sind fein gewandet und tragen kostbare Gaben. Wir sollten sie von dieser Bürde befreien. Sie lagern bei Davids Zitadelle, in der Nähe des Friedhofs. Wegen des Begräbnisses? So scheint es. Dann besuchen wir ihr Lager, wenn sie dem Toten die Ehre erweisen. Sehr schön, wir können jetzt zum Büro zurückkehren. Werden wir natürlich auch gleich machen. Boah, dann haben wir ja ziemlich viel geschafft in dieser Folge. Wir haben alle drei Nachforschungen geschafft. Jetzt gehe ich noch zum Büro zurück und dann kann ich die Folge auch schon beenden. Oh oh, Templer. Alter, das mit den Griffe blocken habe ich immer noch nicht raus. Zack. 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 Stirb doch mal, meine Güte. Zack. Und down, der Kerl. Dao. Oh, hier ist irgendwo noch ein Bogenschütze. Lieber schnell abhauen. So was finde ich immer richtig mies, wenn man irgendwo vom Bogenschützen beschossen wird, aber man selber nicht weiß, von wo genau. Da kann man sich Angenehmeres vorstellen. Zum Beispiel nicht auf diesen kleinen Vorsprung hochspringen können. Okay, wieder kurzer Lag. Oh. Habt ihr das gesehen? That was close. Ich dachte schon, ich lege mich voll auf die Fresse. Jetzt habe ich mir ein bisschen dieses Zack auch schon angewöhnt vom Tiger, der einmal in der Folge dabei war. Jawohl, voll aufs Maul gelegt. Ja, wir sind eh schon hier. Sehr gut. So, Kollege, ich hab was für dich. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln. Um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie.
Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Alter, ihr habt komische Zuckungen. Möge das Schicksal euch hold sein. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein, ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair, auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Na, was haben die beiden auch endlich mal Frieden geschlossen, die beiden Streithähne? Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Sehr schön, da muss ich jetzt an dieser Stelle die Folge leider schon beenden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir nähern uns jetzt ganz schön dem Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.